Komm und tasch mich! 16 Seconds. Können wir einfach hinfliegen. Aber wir sind zu like a gentleman. So, das wäre ja zu einfach. Wir machen das mal richtig hier. Lass die Taube auf dem Dach. Was für eine Taube. Hey, wir haben es geschafft. Stecken sich gegenseitig den Arsch entgegen. Das ist doch super. So, jetzt zeig mal, wie wir danced, Alter, Digga. Wow! Peluri und Sparrowmine 2 hatten einen Techtelmechtel. Ja! Auszeichnung als erfolgreicher Verkuppler. Was zum Fick? Ja, hi. Du machst mir Angst. Hallo, wie geht's denn so? Wie geht's deinem Garten? Wirft er ordentlich was ab? Weißt du, Sammler wie ich können umgehen und deine Ernte einsammeln und für dich verkaufen, während du dich ausruhen kannst. Denk drüber nach. Und wenn dir die Idee gefällt, komm rein und mach nach mir. Dein Garten macht dich. Gut gemacht. Du scheinst immer besser zu werden. Danke. Super, jetzt sind wir. Garten wird schöner. Nummer 12. Auszeichnung als erfolgreicher Verkuppler. So, und was brauche ich nochmal für euch? Quackberry. Ich weiß auch nicht, wie ich den jetzt da kriegen soll. Da ist das Ei. Ivor! Was ist das? Ein Bettler. Er muss vom steigenden Wert deines Gartens gehört haben. Du solltest dich sofort um ihn kümmern. Bettler-Alarm! Bettler-Alarm! Was heißt denn hier Bettler-Alarm? Ey, was für ein rassistisches Spiel ist denn das hier? Arme Junge soll herkommen. Ich gebe ihm Trunk und Speis. Zuerst verkaufen wir mal ein bisschen was. Weg. Was? Nehme ich so. So, wo ist denn der arme Junge? Da kommt er ja. So, Junge, was gibt's denn? Guten Tag. Mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich sehe, wie dieser Ort zu neuem Leben erweckt wird. Andererseits muss ich selbst jetzt anscheinend ziemlich harte Zeiten durchmachen. Ich frage äußerst ungern, aber könntest du ein paar Münzen entbehren, um mir wieder auf die Beine zu helfen? Siggi Diggi, kein Problem. Münzen, wunderschöne Münzen. Schau her, schau her. Oh, Entschuldigung. Wie viel kannst du entbehren? Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn? Meint er, es reicht 2000? Scheint zufrieden zu sein. Du bist wirklich sehr großzügig. Ich möchte, dass du weißt, dass sich die Dinge dank deiner Gabe und deiner Freundlichkeit bis zu unserer nächsten Begegnung geändert haben werden. Im Moment musst du dich allerdings mit dem Dank eines Bettlers und seinem letzten Lebewohl begnügen. Kein Problem. Mach's gut alles aus. Hat mich gefreut.
Hätten wir ruhig mehr geben können, wa? Mit dem 20.000 hätten wir ruhig 10.000 mal geben können, dem Kollegen. Okay. Sparrowmind ist geschlüpft. Auch eine schöne Sache. Dann werden wir ein bisschen was geschafft hier. Boah, schon wieder fast eine Stunde, ey. Kommt mir gar nicht so lang vor. Der Garten ist noch ganz ruhig. Viel. Ja, mit diesen Helfern und so was. Ich weiß nicht, ob wir die unbedingt nötig haben zurzeit. Also ich habe ja kaum Früchte oder sowas. Und die meisten möchte ich eigentlich nicht verkaufen, weil die eh nicht viel bringen. Dann lasse ich die lieber für die ganzen Viecher da. Können sie fressen oder was weiß ich. Na, Peluri, jetzt bist du glücklich, wa? Digga. Jetzt bist du zufrieden. Okay. So, wir haben jetzt die ein Techtelmächte gemacht. Die haben ein Techtelmächte gemacht. Die beiden haben ein Techtelmächte gemacht. Die haben noch kein Techtelmächte gemacht, oder? Hat zwei Brombeeren gegessen. Impi, friss mal. Und du? Friss mal. Bleib mal hier, Kollege. Friss. Ah, Alter! Alter! Ah. 6 Brombeeren gegessen, hat 6 Stachelbeeren gegessen. Digga! Ja. Friss dich ab, Digga! Nein, ist kaputt gegangen. Okay. Er haut ab. Das ist aber gut. Er kommt schon mal rein. Das ist Bombe. Das ist saugut. Das ist richtig Bombe. Ah, jetzt geht's mir auch besser. Donut ist schon hier drinne gewesen. Okay. Ein Squizzle hat jetzt Bock zu tanzen. Und der andere ist wahrscheinlich schon hier drinne. Nein, doch. Also ist Impi derjenige, der noch nicht so ganz lustig ist. Zu tanzen. Das machen wir dann morgen. Da ist ja Ivo noch. Der gute alte Junge. So, bleibt nochmal hier ein bisschen mittiger. Das wäre formidable. Das ist gut. Noch ein paar hier rumgammeln. Das machen wir jetzt noch. Also den Squizzle will ich noch dazu bringen. Kein Problem. Mach ich gerne. Wer war das überhaupt? Achso, ein Bunny Comp. Du willst immer auch Newtguard phrasen, wa? Ich hab noch keine Newtguards. Ich hab noch keinen hier drinne gehabt. Sidos habe ich auch lange nicht mal angesprochen. Wo ist denn die Kanalratte? Alles cool, Dom. Was ist nun los? Tada! Schau mich an. Ich habe mich ganz schön gemacht, was? Der neue Hygienestandard ist nicht die einzige Veränderung. Ich habe außerdem hier im Dorf einen neuen, tollen Laden für all die vielen außergewöhnlichen Dinge eingerichtet, die ich bei meinen zahlreichen Reisen so finde. Entschuldige, dass ich so selten da bin, aber wenn der Laden geöffnet ist, musst du unbedingt vorbeischauen und dich gründlich unter den Sachen umschauen, die ich auf meiner letzten Reise gefunden habe. Hoffentlich bis bald. Super, das ging ja recht schnell. Verwandlung des Bettlers. Ja, Leute, so geht man mit Leuten um. Man schenkt ihnen ein bisschen was. Und das sind eigentlich auch mit die dankbarsten Menschen, die es überhaupt gibt. Weil die einfach wissen,
wie es anders ist. Hört's noch nicht hier hin? Und dann auch will ich, dass er es hier gut hat. Wenn er sich hier umschaut. Das ist zu nah, das ist in Ordnung. Der ist auch zu weit. Hallo. So, mal wieder ein bisschen mehr dazu stoßen lassen. So, haben wir noch nicht viel Neues dazu gebaut und trotzdem geht die Zeit rum, wie blöd. Also für mich jedenfalls. Okay, Squizzles, kommt jetzt mal raus. Einer muss noch eine Beere phrasen. Und du bist hin, es ist nicht dunkel da draußen. Leider fehlt viel in die Richtung, sodass sie sich verlaufen. Du kannst dir alles kaufen, doch was am Ende zählt, dann wird an Taten gemessen. Komm, leg das ab, was dich quält. Du willst eine zweite Chance, manche Hände gehen. Wird das hier nichts mehr. Bin rauf auf das Kloster, jetzt hast du deine Show. Der immer Verzuckungen hat, verstehe ich nicht, ey. Du willst eine zweite Chance, manche Hände gehen hoch, alles fällt zusammen. Nee? Ja, war super. So, Squizzles, kommst du mal raus? Einer von euch muss noch. Nein, das gibt es nicht, weil ich zu gierig bin. Ich bin auch mehr und arbeite mich da vorne. Bin ein Einzelgänger, brauch keinen Penner, der mich so kommt. Ich bin fresh, ja. Jeder von euch kann mir sagen, was er will, auch wenn ihr nicht mal zugeben könnt, dass ihr den Verstand verliert. Es hat mich deprimiert, trotzdem stehe ich hier. Denk ich dir dran aus? Mal schauen. Also was willst du erzählen? Du kennst dich aus mit diesem Leben, doch weißt nicht, wohin es geht. Und ich sag dir, wie es ist. Ich bin da, wo du nicht bist. Du willst eine zweite Chance. Sehr schön. Gehen hoch, alles fällt zusammen. Okay, bei den Raisins haben wir auch nicht angeguckt, wa? Zeig allem, was du kannst oder willst. Wichtig ist, dass du was machst, was hier hilft. Wie es da drinnen so aussieht. Oh, wie süß, da sind kleine Hanteln drin. Ist das nice. Ein schönes Gimmick. Sehr schönes Gimmick. Weil Ameisen sind ja extrem stark. Oh, da sind dann Hanteln da drin. Das ist ein super Gimmick. Gefällt mir. So, Donut. Komm du heute mal ein bisschen früher hier nach Hause? Nein, ist schon hier verdorben. Wir werden mal directly dorthin eine. Achso, die sind schon beide. Okay, cool. Haben beide ihre zwei gefressen. Dann heißt es ja, ich kann die beiden mal dancen lassen. Ja, und der eine verschwindet sofort wieder. Was mit dir? Oh, der direkt da hoch. Okay, gut, belassen wir das. Wie kann ich denn hier rumgammeln? 1, 2, 3, 4. Ich werde nochmal ein paar Brombeeren kaufen gehen. Des Weiteren will ich ja gucken, ob da nochmal was Neues dazugekommen ist. Morgen! Aber dem leider nicht. Nein, das wollte ich nicht. Die muss wahrscheinlich gucken. Brombeeren. Eins, zwei, drei, vier machen wir jetzt einfach nochmal. Passt. Nehmen wir. So, ihr beiden. Bleibt mal stehen. Sollt stehen bleiben. Alter, Digga! Dann. So. Hey, muss ich mich gleich drum kümmern. Stundenlang zu und du erkennst, es ist das richtige.
die Sonne untergeht, beginnt für mich der Tag. Es ist selten nicht hart, dass oh, wie ist das süß. Alle stressen, weil sie wollen, dass du untergehst wie Blei. Du kannst schlafen. Komm und hasch mich. Träume, aber bist nicht frei. Okay. Jedes Mal flieg ich zu dir, du siehst mich nur ein Traum. Tut mir leid, ich kann's nicht ändern. Du bist ehrlich, glaub ich kaum. Wenn du wüsstest, was ich denke, würdest du zerbrechen. Schlaflose Nächte und ich schaff es nicht, es zu vergessen. Jo, der ist ja voll am Legen, der Scheißteil da. Ja komm, ich war schon längst woanders. So. Wie gesagt, lass die Münzen jetzt einfach mal da so münzig sein. Au, ist das gut? Dann lassen sie sich schwer steuern, ey. Im Endeffekt hätte ich auch einfach durchrennen können. Da hätte ich ja 2-3 Punkte gemacht und hätte ich einfach durchwaschen können. So, die machen Techtelmechtel und so weiter. Ach, du Scheiße. Was ist denn nun? Sollen wir automatisch dann... Ah, okay, jetzt. Dann lass mal was sehen. Bravo! Zugabe! Bam! Dein Garten macht sich. Gut gemacht. Du scheinst immer besser zu werden. Schaufelverbesserung! Schau dir das mal an, Digga. Bam, sieht nicht prächtig aus. Gut gemacht. Du hast das Stadium erreicht, das ich an meinem dritten Tag im Garten Fick dich. Erreicht habe. Das gibt deiner Schaufel Kraft, sodass du auch mit den widerspenstigen Dingen in deinem Garten fährst. Super, freue ich mich doch. Kaufen jetzt erstmal. Weil sonst wird das langsam hier zu viel wieder. Digga, ich hab das dir gesagt. Ich habe das Gefühl, dass ich wieder einen Zaun angeklickt habe. Ich bin ein Quackberry. Neues Kapitel. Machen wir gleich. Jetzt muss ich erstmal kurz... kümmern wir uns gleich um das Kapitel. Guten Tag, hereinspaziert. Wer Geld ausgeben will, ist willkommen. Wer nur schauen will, nicht ganz so sick. Das soll es alles. Einen. Gut. Da haben wir. Und zum Abschluss des Ganzen werden wir uns jetzt das Tagebuch anhören. Mein Tagebuch. Komm, willst du mich verarschen? Tagebuch, ja. Da. Wo waren das nochmal? Kartenbereich? Was war das? Spieleaufzeichnung? Da haben wir. Auszeichnung für Werkzeug. Goldene Gießkanne gratis. Schaufelkopf. Pflanzenschaufelkopf. Teichschaufelkopf gratis. Schaufelstiefel, Schaufelstiefel aus Eisen, Schaufelstiefel aus Bronze. Okay, was zum Fick? Bronze ist stabiler und flexibler als Eisen. Das heißt, du kannst die Schaufel mit einer Wucht, mit mehr Wucht schwingen. Der Griff fängt einen Teil des Schlages ab.
Okay, wer auch immer das braucht. Spielerstatus. Qualifizierter Gärtner, 13. Gesamtwert 15.254. Dein Konto 23.236. 23 Tage, 6 Stunden, 22 Minuten. Also, im Spiel. Jetzt nicht so in real life. Das wäre krank. Auszeichnungen für Pinata. Ja, was auch immer. Bestenliste. Sehr schön. Pinata Auszeichnungen. Sauer Jelly Bean. Weißer Flutterscotch hat gar nichts. Sauer Sherbet. Lass uns dabei. Gut, Geschichtenbuch. Kommen wir eigentlich mal dazu. Kapitel 5. Früher einmal war ich ein überaus verführerischer Tänzer. Mutter bekam unsere zweite Tochter überraschend auf See und gab ihr den Namen Storkos, der an die Wanderstörche erinnerte, die dem Schiff folgten. Storkos verbrachte ihre ersten Jahre auf dem Schiff bei Mutter. Die Seeleute brachten ihr mit Hilfe der Comics, die sie sammelten, Lesen und Schreiben bei. Als Kind liebte sie es, auf den Decks herumzurennen und so zu tun, als hätte sie Superkräfte. Früher mussten die Pinatas ihre Eier selbst vom Egg Mountain holen. Viele Eier zerbrachen, bevor sie von den Eltern nach Hause gerollt werden konnten. Pinata Central brauchte mehr Pinatas, um alle Partyanfragen erfüllen zu können. In den Gärten, auch in meinen, kam man mit dem Techtelmechtel der Pinatas nicht schnell genug voran. Als Mutters Schiff anlegte, kam Storkos in den Garten. Sie spielte und arbeitete im Garten mit Liefos und Stardust, bis Storkos eines Tages verschwunden war. Wir riefen vergeblich nach ihr, bis zwei Bunnikoms mit ihrem Paarungstanz anfingen. Plötzlich kam Storkos mit wehendem Mantel vom Egg Mountain heruntergerauscht und legte das Bunnikom eilsanft und sicher im Garten an. Das Zeitproblem mit den Pinata-Techtelmechteln hatte sich über Nacht erledigt. Jetzt wusste jedes Pinata, dass ein Ei sicher überbracht hätte. So wurde Storkos die Superheldin von Pinata-Ei. Schau ihn an! So, also ist das abgelaufen. Interessant, interessant, interessant. Möchte gern. Freak. Superhelden geworden. Ja, warten wir noch, bis Donut vorbeikommt. Oder machen wir erstmal Schluss. Ich sehe auch weit und breit nichts von ihm. Gut, beenden wir das Ganze und speichern die Chose erstmal. Ja, wir möchten speichern und in der nächsten Aufnahmesession werden wir dann hoffentlich unser Donut, unser erstes Super Donut endlich bekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch allen noch einen schönen Abend, schönen Tag. Macht's gut. Hoffentlich sieht man sie irgendwann mal online. Wenn ich mich recht entsinne, müsste eigentlich diese Folge noch so in der Weihnachtszeit kommen. Ja, jetzt haben wir den 15. Nee, nicht ganz. Das sind jetzt noch 9 Tage. Nee, das passt noch nicht so ganz. Okay, dann brauche ich noch keine schönen Weihnachten zu wünschen. Tschaußen!